Willkommen beim Tutorial für den Wassermelonen-Käsekuchen. Die Zutaten: Wassermelone, Wassermelonensirup, Frischkäse, Zucker, Sahne, brauner Zucker, Butter, Zitronensaft, noch etwas mehr Zucker, frische Minze, Kekse und rote Farbe, Lebensmittelfarbe natürlich. Als erstes gebt ihr den Zucker und den Frischkäse in eine Rührschüssel und verrührt beides ungefähr 2 bis 3 Minuten gut, bis sie sich zu einer glatten Masse verbunden haben. Gebt dann das Wassermelonensirup und einen Spritzer Farbe hinein und rührt beides gut in die weiße Masse unter. Gebt nun eure Sahne in einen Rührbecher und schlagt sie steif. Eure geschlagene Sahne gebt ihr dann zu eurer rosa Frischkäsemasse. Lips. Anschließend hebt ihr sie unter und färbt nach Belieben eventuell nochmal mit der roten Farbe nach. Im Moment ist es mehr so ein Kaugummi-Rosa, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Aber ich glaube, ein bisschen Rot kann das Ganze noch vertragen. Gucken. Es gibt jetzt schon mehr so ein Pink, sehr schön. Ihr seht das wahrscheinlich nicht ganz so gut. Also es ist irgendwas zwischen Kaugummi-Rosa und Rosa-Rot. Auf jeden Fall so, wie ihr euch einen Teig für einen Wassermelonen-Käsekuchen vorstellt. Gebt eure Butter in einen kleinen Topf und schmelzt sie auf dem Herd. In der Zwischenzeit gebt ihr jeweils ein paar eurer Kekse in einen Gefrierbeutel mit Reißverschluss am besten und zerkleinert sie mit dem Nudelholz. Gebt die geschmolzene Butter zu euren Kekskrümeln und vermengt beides gut miteinander. Eure Butterkekskrümel gebt ihr jetzt in einen Springform- oder Tortenrand von etwa 20 cm Durchmesser. Wichtig ist, dass ihr die Krümel fest andrückt, damit sie einen gut komprimierten, festen Tortenboden ergeben. Jetzt kommt die schöne rosa Masse obendrauf. Tja, idealerweise wäre der braune Zucker auch noch im Keksboden drin gewesen, aber ich wette, nichtsdestotrotz wird der Boden vorzüglich werden. Zumindest sollte die Konsistenz insofern stimmen, dass die Kekskrümel und die Butter sich so vermengt haben, dass man sie wirklich zu einem festen Boden hat andrücken können. Und das war bei mir doch, denke ich, der Fall. Jedenfalls, sobald ihr die Masse glatt gestrichen habt, kommt der Kuchen für 2 Stunden in den Gefrierschrank. Nach diesen 2 Stunden wechselt er seinen Standort für 3 Stunden in den Kühlschrank. Und danach geht es weiter mit der letzten Schicht. Heute geht es weiter mit dem Wassermelonen-Käsekuchen, denn ich habe ihn über Nacht im Kühlschrank stehen lassen. Also er sieht immer noch wunderbar aus und eigentlich braucht er jetzt nur noch sein Topping und das machen wir jetzt. Ihr habt also eure Wassermelonenwürfelchen und über die gebt ihr jetzt den Zucker. Den wiederum rührt ihr gut unter. Je nachdem, wie flüssig bzw. saftig eure Melonenstückchen jetzt sind, gebt ihr entsprechend weniger von den jetzt kommenden Zutaten hinzu. Auf jeden Fall sollte etwas Zitronensaft dran, also bestimmt 1 Teelöffel. Meine sind jetzt echt sehr, sehr saftig, da mache ich nicht den zweiten auch noch dran. Und
genauso einen Teelöffel mindestens vom Wassermelonensirup. Dann nehme ich vielleicht doch doppelte Menge. Ach, ich sage auch schon. Nehme ich doch die 2 Teelöffel, damit das Aroma nochmal schön durchziehen kann. Und wieder umrühren. Und jetzt müsst ihr eigentlich eure schönen mit Saft und mit Sirup angereicherten Würfelchen nur noch auf euren Kuchen geben. Randale im Hof. Schön verteilen. Jetzt ist unser Wassermelonenkäsekuchen eigentlich auch schon fertig. Der heikelste Teil steht allerdings noch bevor, das heißt, wir müssen ihn aus der Form lösen. Dafür gehe ich mit einem Messer ganz nah am Tortenring oder der Springform entlang und löse die Teigmasse vorsichtig davon ab. Mit frischer Minze dekoriert ist der Wassermelonenkäsekuchen fertig. Guten Appetit!